Bringe die Motte wieder zurück zum Gemälde. Was? Ich hab den. Ach so, ich wollte gerade erst mal gucken, wie das aussieht. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Wollte ich noch mal gucken, wie es aussieht? Da hatte ich schon. Naja, so gut. Warte. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Okay. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Auftrag abgeschlossen. Gut, dann machen wir jetzt die Hauptquest. Weiter. Willkommen in Hogsmeade. Genau. Professor Weasley hat mir erlaubt, dem nahegelegenen Dorf Hogsmeade einen Besuch abzustatten, um meinen verlorenen gegangenen Schulsachen zu ersetzen. Mit Hilfe der Karte sollte ich diese verschiedenen Läden leicht finden können. Netty Onai wird mich dorthin begleiten und mir Gesellschaft leisten. Einen wunderschönen guten Abend, Bananenbrot 0702. Hallo, Bananenbrot. Juhu. So. Mein Bananenbrot. So, und let's go. Mach mal weg hier wieder. Auf. Da, lauf. Hallo. Hallo. Mir? Jo. Mahlzeit. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Geil. Da bin ich mal gespannt. Chris hat ja gestern gesagt, ist die Herausforderung für den PC, ne? Lassen wir uns überraschen. Ich finde so eine Menüs, wie da unten, so eine Hinweise-Tipps, finde ich immer cool, ne? Würde es aber schöner finden, wenn man dann halt einen Nadelbildschirm mit Enter oder mit Leertaste weitermacht, um die halt zu Ende lesen zu können. Bei manchen geht das ja so schnell, da siehst du auch gar nichts. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Danke. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Oh ja. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Warum rennen die eigentlich? Wenn ich mit jemandem irgendwo hingehe, renne ich da ja auch nicht hin, ne? Zu dieser Zeit würde ich nicht gemütlich machen? Wunderschön. Alle werden oder Taxi raten, oder so? Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Mhm. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Okay. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihm? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Ah, so ein paar Florfliegen einsammeln. Richtig geil, ich will sowas auch haben. Das ist ja cool. So, let's go. Kann ich ihr die Hand geben? Ich will so Hand in Hand. Schön. Sieh mal,
Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Oh nein. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher stolz. Nee, das war ein Elftklässler. Dort links ist der hat bei dem Angst gehabt, der Zünftklässler. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Das stimmt. Ah, verbotene Sachen sind verlockend. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ist wirklich so. Alles, was verboten ist, macht Spaß. Oder viele also, Sachen. Wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Und zack. Bist du auch neu hier? Okay. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Pilze. Hüpfende Pilze. Giftpilze. Wie hast du dich eigentlich im Spiel genannt? Hilma von Persia. Hast du dich schon Butter angewöhnt? Bier. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam Gesundheit. Waren. Danke. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat. Da freut er sich. Guck mal, wie er aussieht. Auch schön. Und das er hat sich zu freuen. Hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Sie pilze jetzt Butterbier. Was hat sie gesagt? Ja. Muss auch mal antworten. Ne? Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oni. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Let's go, Baby. Ja, was tun? Mr. Moon. Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht einfach Hand in Hand gehen. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Gibt es hier romantische Szenen? Mal ganz kurz gefragt. Hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten ich weiß, sie sind noch Kinder. Und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Und da wären warte, wir. Ich will neben dir gehen. Und? Wo sollen wir anfangen? Oh, der Katze. Für Butterbier warte. Muss man in die drei Besen. Wenn ich muss dich sehen, muss ich immer streicheln. Bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Hey, Sophie, grüß dich. Auch die Mucke ist geil. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig find Zeit, ich selbst um auch Hogsmeade okay, zu dann gibt's, romantische wir Szenen. Treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß! Wir sehen uns später. Alles klar, Baby. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenpunkten, Läden und anderer interessanter Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Bin auch mal wieder da. Wie geht's dir, Sophie? Alles gut bei dir? Naja, sowas ist wieder unbekannt, ne? Ja. Okay. Gehen erstmal darüber. Aber gemütlich. Gehen gemütlich.
Ein bisschen umschauen hier. Oh, ich kann mich nicht beklagen. Bei dir so? Oh, alles perfekt. Bestens. Ja, und wenn ich mich selbst frage, dann kommt die Info wieder sofort. Aber die werden ja auch älter, ne? Wie gesagt, die sind ja noch Kinder, aber die werden ja auch irgendwann älter. Und dann haben sie auch irgendwann Bedürfnisse, oder? Moin Moin Potter, Moin Mark F2.0. Grüß dich, Mark. Moin Moin. Warte. Bleib so kurz hier. Warte. Und zack. Verzeihung, Hallo. Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Dip-Tam, so ein bisschen bei dippen. Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Noch Kaffee? Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Marc, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich bin hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Blaue Karotten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dip-Tam-Samen aus. Dip-Tam-Samen. Alles bestens bei dir, bei mir auch alles tipptopp. Tipp, top bei mir. Vielen lieben Dank für dein Teamherz. Dankeschön. Danke. Schalte die Fähigkeit frei, Dip-Tam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja gut, wir haben ja nicht mehr so viele Talas, Junge. Wir können ja mal ein bisschen rumgucken hier. Knöterich kenne ich, wenn einer rumjault. Ey, hör auf rumzuknötern hier. Malvenskrautsamen. Samen der Schrumpffeige. Dünger. Das ist ja der Drugdealer. Immer braucht Drogen jeden Tag. Drogen, so viel er mag. Lalalala. Auf was zockst du PC? Ich zock auf PC, Marc, genau, ja. Aufgrund ihrer Eigenschaften sind die Blätter eine wichtige Bestandteil des Mega-Power-Tranks. Dip-Tam-Samen können bei die magische Rübe erworben und in den Töpfen jeglicher Art gepflanzt werden. Okay, aber wir sollten ja erstmal das kaufen. Wir machen erstmal das, was wir sollen, ne? Da gibt's coole Mods. Echt? Was gibt's denn da so für Mods? Also, nur mal so gefragt, ne? Not also weed. Aber eins, ja, das ist aber, ja. So, gut, dann gehen wir zum nächsten. Oh, Feuerwerk. Gehen wir hier hin, ne? Hab gerade Bratkartoffeln bekommen. Yummy. Die lassen mir jetzt schmecken. Oh, ich bin nicht so der Fan von Bratkartoffeln. Schon mal 5000 Watt Bass Machine gehört? Gibt's da nicht ein Lied von Gronkh? War das nicht 5000 Watt? Oder war das 50.000 Watt? Nee, 5000 Watt. Kannst Lord Voldemort als Charakter machen? Ach, guck. Ach, so was geht, ja? Ich bin nicht so der Freund von Mods bei Minecraft, okay, aber hier versuche ich mal alles ohne Mods zu machen oder beim Supermarkt-Simulator zum Beispiel auch. Hallo?
Ach, hier. Bei Merlins Lumos. Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Dankeschön für die Likes. Dankeschön. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Gut sortiert. Nein, du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Ah, ich würde gerne was Pinkes haben. Muss zur Augenbraue passen. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Oh, ich will sowas auch haben. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Der Typ ist cool. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Feuerwerk, nichts Feuerwerk, nur nicht getroffen. Nee, ich will was Pinkes haben. Oh, oh. Ach, hey. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Da oben. Vielleicht ich sehe es doch schon. Oben die rote Schachtel in der Mitte. Da bist ah, du. Doch nicht. Ich dachte gerade. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Ist der pink? Es ist ein Stock, Alter. Das ist ein scheiß Stock. Espe, Drachenherzfaser, ziemlich flexibel. Zauberstil. Wirklich interessant. Faszinierend. Holzart. Espe. Wirklich interessant. Lorbeer. Faszinierend. Ja, wir machen hier so wie er war, ne? Und achtgiebig, sehr biegsam, sehr flexibel. Ja, lassen wir das auch so. Ja, ey, Junge! Zauberkarten. Einhornhaar? Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Drachenherzfaser, die als Zauberkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Bandbreite. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Kaufen wir. Achso.
Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Im Staub. Wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Sehr gern. Wenn Sie ihn gut behandeln, gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Netter Kerl. Oh. Lumos. Ah, hast du das gesehen? Erstmal ein paar Taler klauen. Schön. Sehr gut. Okay, nächste Rutsche. Warte, Tränke waren es noch, ne? Ja, Tränke. Dann gehen wir aber erst hier hin. Liegt auf dem Weg. Ein neugieriger Geist. Haben wir hier auch noch irgendwas? Oha. Er sagt doch einfach gar nichts. Megapower-Trank. Aber ich weiß immer noch gar nicht, wie ich den einsetze. Mal schauen.